dass es diesmal um Haken und Ösen geht, das hatte ich ja im letzten Video angekündigt. Heute lasse ich euch aber nicht, wie sonst üblich, von Anfang an wissen, was ich genau mache. So könnt ihr bis zur letzten Sekunde raten, was ich gerade herstelle, und am Ende löse ich es auf. Was brauche ich heute alles? Verschiedene Zangen, eine Eisenfeile, einen Kreuzschlitzschraubendreher und als Rohstofflieferant natürlich Kleiderbügel. Immer wieder Drahtkleiderbügel. Heute geht's darum, wie ich ihn einmal mehr für ganz praktische Dinge bestens nutzen kann. Diesmal werde ich daraus verschiedene nützliche Haken und Ösen formen. Oft fange ich so an, dass ich eine Grundöse biege. Das verlangt ein wenig Kraft und etwas Geschick. Von dieser Grundöse aus schließt der Rest an. Der Rest ist in diesem Fall ein einfach rundgebogener Haken. Um Verletzungen zu vermeiden, glätte ich stets die Schnittenden mit der Eisenfeile. Der gleiche Saugnapf, den ich bereits beim Video über das Tuning eines Duschvorhangs verwendet habe, kommt auch hier wieder zum Einsatz. Diese Saugnäpfe kriegt ihr schon für wenig Cent zu kaufen. Den eben gebogenen Rundhaken mit Öse schraube ich einfach dran und schon ist das erste Projekt abgeschlossen. Cool, wa? Und hier meine erste Auflösung. Wieder eine Grundöse für das zweite Projekt. Nun biege ich eine etwas größere Öse, denn die soll später einen Gegenstand aufnehmen. Genau da, wo sich der Draht kreuzt, muss nun abgeknipst werden. Das Konstrukt erinnert etwas an einen halben Schneemann mit langem Hals. Nun wird sein Kopf auch noch im rechten Winkel nach vorne abgeknickt. Irgendwie grausam, aber was könnte das Ding jetzt sein? Nun kommt auch mein Kreuzschlitzschraubendreher zum Einsatz. Wenn ich mein Werk nun an meinen Messerblock anschraube, dann ist es genau da, wo es hingehört. Und mein Gasanzünder hat seinen geeigneten Platz. Für das dritte Projekt biege ich nun eine etwas größere, eine offene Grundöse. Dann folgt auf der gegenüberliegenden Seite eine noch größere, sodass quasi ein S entsteht. Natürlich sind Korrekturbiegungen immer vom Vorteil. Ab damit! Und schon bin ich fertig mit dieser einfachen Übung. Der Sinn solcher S-förmigen Doppelhaken ist ganz einfach. Ich kann alles Mögliche daran aufhängen. Ich habe davon mehrere im Haus. Das vierte Projekt kennt ihr bereits. Es ist das einfachste meiner Vorführungen. In zwei meiner Videos sind diese Instrumente oder eines ihrer Geschwister bereits aufgetreten. Seht euch einfach das Video über den Einbau eines Tempomaten und das über das Reinigen eines verstopften Abflusses an. Die unterschiedlichen Hakenvarianten sind für unterschiedliche Zwecke gedacht. Mit diesen Hilfsmitteln kann man alles Mögliche fischen. Sei es ein Kabel im Auto, das hinter dem Armaturenbrett entlang geführt werden soll, oder eine Verstopfung im Abfluss, die gelöst und herausgezupft werden muss. So, jetzt komme ich zum letzten und kompliziertesten Projekt. Nach der Grundöse biege ich. Ach, seht einfach selbst. Naja, bei solchen Arbeiten kann dann das oder Ähnliches schon mal vorkommen. Werner Spezial. Aber zurück zum Rätselraten. Ob er die Aufgabe dieses Handwerkstücks herausbekommt, ich weiß es nicht.
Hier findet das Ergebnis letztlich seinen Verwendungszweck. Ich schraube es an geeigneter Stelle in meiner Mini-Werkstatt an und es funktioniert bis heute bestens. Ich kann den Lötkolben einführen und er verbrennt nichts und niemanden. Nicht schlecht. Mann, bin ich froh, dass es Drahtkleiderbügel gibt. Denn mit Haken und Ösen kann man ja, wie ihr gesehen habt, die unterschiedlichsten praktischen Sachen anstellen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und demnächst zeige ich euch Mutterns leckerste Interpretation von Wurstsalat.